Moin Moin und willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. So, wieder in der Stadt angekommen hier. Gloucester Shire. Das Fest steht an, die Verbrennung des Weidemanns. Und hoffen wir mal, dass der Kühnen sich daran hält und sich auch wirklich verbrennen lässt. Modron haben wir ja ausgeschaltet. Aber wir haben ja Kühnen am Leben gelassen. Ja, in der Hoffnung, dass er sein Wort hält. Also schauen wir mal. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Folge zu Assassin's Creed. Danke für den Daumen nach oben gestern. Ich bin auch zurück, Eivor. Wir sind beide zurück in Assassin's Creed. Geil. Siehste. Und ich brauche jetzt hier keine Maske tragen, aber habe ich immer noch das Outfit an? Nö, im Moment habe ich nicht mehr das Outfit dieser Gestalt. Halloween ist vorbei. Wie viele Hunde die hier haben, ey? Und Hühnchen. So, wir müssen mit Gunnar sprechen. Ich werde hier nicht mehr gesucht in der Stadt. Keiner will mich mehr töten. Und das Ganze mit Tudor ist ja aufgedeckt worden, zum Glück. Und hier sind wir, diese Häuser. Guckt ihr an, wie schön die hier wohnen, ey. Ist echt wie im Auenland. Aber es ist halt, wäre so eine irische Siedlung. Aber trotzdem, solche Hütten haben wir selten bisher im Spiel gesehen. Jetzt hier so richtig mal so als darauf richtig. Ist voll geil. War echt ein schönes Gebiet von der Optik her. Da freue ich mich schon auf Irland. Was da landschaftstechnisch und so noch auf uns zukommt. Gunnar, wie schön ein Gesicht zu sehen, dem ich vertraue. Selbst wenn es deins ist. Ich dachte, das würde unsere gemeinsame Saga werden. Doch nun muss ich bald gehen und wir haben kaum Zeit miteinander verbracht. Sei unbesorgt, Eivor. Du und ich werden noch viele Geschichten zu erzählen haben. Klar und voll Ehre werden unsere Namen erklingen. Ja, eine Geschichte. Über Gloucester. Ein schönes Land. Voll verfluchter Narren. Darauf trinke ich. Ich danke dir. Für dich tue ich alles, alter Freund. Dann verabschieden wir uns mal vom Weidenkönig und machen uns auf den Heimweg. Ja, Randvi wird sicher Brigid kennenlernen wollen. Bestimmt, ja. Brigid und Gunnar sind schon vorgegangen. Ich sollte zu ihnen. Ja, die sind gerade da vorne, Mensch, Eivor. Da ist der Weidemann. The Burning Man Festival hier. Verbrennen wir den nicht abends? Dann sieht es doch bestimmt geiler aus, oder? Wow. Das ganze Volk ist da. Das ganze Dorf mit der ganzen Familie. Ich soll da oben hin? Sprich mit Kinnen. Ja. Ich wollte mir das Ganze entspannt von unten ansehen. Jo, da geht der König jetzt rein. Aber hat wenigstens eine Tür zum Rausgucken. Auch nett. Sag mir bitte, was ist mit Modron? Sie ist tot und in einem Feuer wie diesem verbrannt. Ja. Ich dachte, ich hoffte, du würdest wenigstens sie verschonen. Gwen. Bitte tu's nicht. Wir können was anderes verbrennen. Jemand anderes. Frieden, Liebes. Ich kehre heim zur Erde, aus der Bäume und Gerste wachsen. Mein Körper nährt dann Götter, Würmer und sogar dich. Ich werde also hier sein. Und in ganz ferner Zukunft, wenn du alt und schrumpelig wie ein Apfel bist, siehst du mich wieder. Vater, ich dachte, ich würde bereit sein. Jetzt weiß die Kleine aber, dass das ihr Vater ist. Weil sonst hat sie ja immer gesagt, mein Vater ist ein Geist des Waldes gewesen. Es ist Zeit. Dies ist jetzt dein. Dies ist dein Weg, Tudor. Weder Dorn noch Ranken konnten dich davon abbringen. Und du, Eivor, Freundin Gloucester Shires,
Du bist deinem Ruf gerecht geworden. Ich weiß, du schuldest mir weniger als nichts, doch bitte, sorge für sie. Ich erfreue mich nicht am Leid anderer. Das wüsstest du, hättest du versucht, mich kennenzulernen. Jahre war ich euer Aldermann. Nun sind diese alten Knochen bereit für meine letzte Pflicht. Ich habe an eurer Seite gearbeitet, Felder bestellt, Getränke gebraut, habe Geburt und Tod erlebt. Ich bin gewachsen und habe gelernt. Der Weidenmann ist bereit, o König. Dein Altar erwartet dich. Es ehrt mich, euer Erntekönig zu sein. Wenn dieses Feuer erwacht, mögen unsere Ernten reich und die Winter kurz sein. Trotz allem bekommt er das Ende, für das er gebetet hat. Direkt in die Mäuler hungriger Götter. Für die Bewohner des Dorfes ist es halt eine gute Sache, wenn er das so durchzieht, wie alles geplant war. Eivor, ja? Die Ehre gebührt dir. Ich darf anzünden? Oh, das war voll nett von euch. Dann hole ich mir meine Fackel raus, ne? Gut, dass ich immer welche in der Hosentasche habe. Yay, König! Fang! Verfluchte Heiden? Wer hat das gesagt? Jetzt darf jeder mal eine Fackel werfen. Vater unser, der du bist im Himmel! Mutter unser, die du bist in der Erde! Bitte! Bitte! Nehmt diese Gabe an! Nehmt mir vor, mein Fleisch und Knochen und segnet! Segnet! Puh, das war ganz schön krass. Ganz schön krass gemacht, ey. Ein Ereignis für die ganze Familie. Die Geschichte vom Weidenmann. Ja. Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Und im Rüben. Ich bringe besser die frohe Kunde. Wir im Rüben bekommen. Katze. So. Dass die Kinder dann auch ruhig schlafen können nach dieser Aktion mit den Weidemann. Naja. Es waren halt andere Zeiten damals. Das war damals das Event des Jahres. Puh, ganz schön am Qualm, der Gute. Aber nicht schlecht gemacht. Na? Sieht aber nicht so aus, als hätte sie jetzt schlechte Laune. Die wird schon klarkommen, die Kleine. Ich glaube, Tudor ist auch ein anständiger. Er ist halt ein guter Mensch. Er ist ein bisschen zu gläubig, aber sonst ist er eigentlich ein guter Mensch. So. Dann können wir wirklich zurück. Ne, noch nicht zurück zu Randvi. Jetzt schnappe ich mir das Ordensmitglied, was ich ja noch freigeschaltet habe, in der anderen Gegend, wo ich ja schon mal war. So, wir haben das Gebiet hier natürlich hundertprozentig wieder abgeschlossen, Gloucester Shire. So, das nächste Gebiet habe ich schon vorbereitet. Das wird ein bisschen anstrengender, denn das ist richtig lang gezogen. Es ist hier Snottingham. Oder Nottinghamshire. Ein Kloster gibt es in dem Bereich. Eine Animus-Anomalie, da freue ich mich schon wieder drauf. Und ansonsten ist es hier unten so ein kleiner Fleck, der sich dann hier nach oben weit breit auffächert. Bis da. Es ist wirklich ein großes Gebiet. Es ist nicht so groß wie Eofvorvik, aber ist, glaube ich, das zweitgrößte, oder? Oder es ist halt so langgezogen halt, von hier unten, mit voll mittig England bis ganz nach oben Norden.
Naja, einiges können wir da machen. Bin mal auf die Geschichte gespannt. Ich war da ja noch nicht. Und danach wartet hier unten nur noch das allerletzte. Also ist Winchester hier. Hier ist Winchester die Hauptstadt und das Gebiet Hamtumshire da drum. Wo das Finale stattfindet hier von Assassin's Creed. So, jetzt will ich mir hier da oben dieses Ordensmitglied hier noch schnappen. Ist mal wieder in Pickeringa. Ich gehe dann hier mal wieder zur Festung und dann, ja, jagen wir das. Und mal gucken, ob der mir noch einen weiteren Hinweis auf einen weiteren gibt. Viele brauche ich ja nicht mehr vom Orden. Und die letzten zwei Gebiete, da sollte ich die dann voll kriegen. So. Weg von den wunderschönen grünen Ländern da unten. In Gloucestershire. Wieder in den schneebedeckten Norden. Mit der Eiseskälte und der kalten, klaren Luft. Genau mein Klima. Ich danke dir. Du wirst in meinen Hallen immer willkommen sein. Bist du immer noch hier am Turm? Weißt du, wie lange ich schon weg war und du bist immer noch nicht zurückgekehrt? Ich werde immer bei dir willkommen sein, das finde ich gut. Jetzt geh mal nach Hause. Weißt du? Ich hab dich vor Tagen hier zurückgelassen. Deine Gefolgsleute brauchen dich jetzt mal. Aber nett, ihn mal wiederzusehen nach der ganzen Sache. Den Burning Man, den hätte er bestimmt auch gefeiert. Das hätte ihm auch gefallen. Aber jetzt schnappen wir uns erstmal den... vom Orden. Ich markiere mir den mal nicht, dass ich hier falsch reite. So, es ist das Pergament, so hieß es auch hier, ne? In dem Haus neben dem Wasserfall. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich da in das Haus reinkomme. Dann war ich schon mal da und hab einen Eingang gesucht, den ich nicht gefunden habe. Ich weiß, dass drin noch halt ein weißes Objekt war. Wahrscheinlich ein Brief oder ein Dokument für Hinweise für andere Ordensmitglieder. Aber ich bin da einfach nicht in das Haus reingekommen. Es ist jetzt auch nicht genau im Haus, die Markierung. Pickeringa. Ups. Ich häng fest. Oh. So, das Haus ist vorne geschlossen. Wenn ich hier scanne, ist da leuchtet was weiß. Na? Und das sind ja eigentlich immer wichtigere Sachen. Und ich kann hier halt das Fenster nicht kaputt schießen. Ich bin schon rumgeklettert, um zu gucken, ob da irgendwo eine Öffnung ist. Ich habe aber auch oben keine gefunden. Ganz oben hier zum Beispiel in der Spitze. Oder da so hinter dem Gestrüpp. Oben ist halt auch zu. Das Ding ist halt komplett zugebaut. Hier ist auch zu. Und hier die Tür ist halt von der anderen Seite verschlossen mit so einem Dings. Da ist auch was Rotes auf dem Tisch. Ist das eine Schlange? Wieso brennt mein Pfeil von der Laterne dann nebenan, ne? So. Das ist schon irgendwie komisch, dass ich da nicht reinkomme. Naja, das Ordensmitglied ist da. Gut, dass ich ihn markieren kann und durch die Wand sehe. Ah, er hat sein Haus verlassen. Gehen wir aufs Dach. Das ist also das Haus neben dem Wasserfall. Greve de Corbi, das Pergament. Requiescat l'impace. Oder so. So, mal gucken, ob er noch was zu sagen hat. Meistens. Ruhe in Frieden, Greve. Deine Zeit ist gekommen. Ja. Nun stelle ich mich beim Vitenagemot der Götter meinem Urteil. Nach Helheim mit dir. Ei, selbst Helheim braucht einen Greve. Nö. Helheim hat eine Königin. Okay, der ist weg. Ups. So, gab aber keine neuen Nachrichten. Doch, hier unten wie den. Der Vater, 4 von 6.
Der Vater erteilt Fulke Befehle. Der Vater ist in Sachse. Der Vater ist hochgeliebt, hochgebildet. Der Vater hat eine Machtposition inne. Ja, wenn ich hier die Haare sehe, das müsste doch Alfred sein, ey. Wäre ja schon fast eine Beleidigung, wenn nicht. So, von diesen Gefolgsleuten, die hier so groß sind, die erste Riege, sage ich jetzt mal, ist nur noch eine Dame übrig, und zwar die Harke. Irgendwas noch, was ich hier noch machen kann? Die Harke trägt schwarz, die Harke ist eine Frau, die Harke arbeitet in einer Ruine in einer Kirche. Ja, davon gibt es hier viele. Sonst kein Anhaltspunkt. Das Öl, 1 von 3. Hamtungschir. Nee, das kommt erst dann nach. Das ist das letzte, ja, bei Winchester das Gebiet. Da muss ich dann ein Fest besuchen. Untersuche das Fest in der Nähe des Hänggehöfts in den Hügeln südlich. Ja, das komme ich dann hin. Und ansonsten gibt es auch nur noch einen einzigen Eiferer. Komisch, es gibt noch 2 Gebiete, aber nur ein Eiferer. Das ist ja traurig. Und hier noch die 3, die ich noch gar nicht gefunden habe. Da muss ich auch mal vielleicht mit dem guten Reiter mal sprechen. So, der ist halt weg, aber immer noch die Frage halt, wie ich hier reinkomme. Ich kann mal klettern, ob ich das letzte Mal nicht doch vielleicht irgendwas übersehen habe. Ich hätte sonst gedacht, die Tür von Fenster oder so, enge Öffnung, aufschießen. Aber das passt ja auch nicht. Weil ich da auch keinen Winkel hinkriege, um dann auf die Öffnung zu schießen. Oder auf das Schloss. Beim Wasserfall war ich. Hab geguckt, ob da irgendwie ein Weg ist, wo ich dann vielleicht reintauchen kann oder so. Ich kann hier mal versuchen, da, aber das sieht flach aus. Ich weiß nicht, ob da drin vielleicht Wasser ist in dem Haus hier. Und so komme ich den Winkel nicht, ne? Ja? So, hier ist alles zu. Auch wenn diese Langhäuser, Großhäuser von den Wikingern finde ich echt stylisch. Au! Hui! Was eine Rutschparty. Ich wollte mir erstmal das Ding nochmal von allen Seiten angucken. Aber auch da nichts zum Reingehen. Und hier oben ist auch nichts. Das ist mysteriös, das Haus. Ich werde es nochmal im Auge behalten. Vielleicht komme ich nochmal zurück. Und schaue dann weiter. Wie schön dieser Fluss ist, ey. Geht dann bis hier runter. Ist das tiefes Wasser? Dann müsste ich von hier aus ja da Körper reinmachen können, ne? Ich glaube aber nicht, dass es tief ist. Es gibt nämlich keinen Heuhaufen in der Nähe. Ich spring mal zum Wasser. Mal gucken, was passiert. Ja, es ist tief genug. Ah, nee, da ist ein Haufen. Lol. Ich dachte, sie springt ins Wasser. Nee, hier. Nee, das wäre ein Flachkörper gewesen. Flachkörper macht keine Laune bei sowas. Jo. Mysteriöses Haus. Sie wurde wohl verriegelt. Ach, wirklich. Aber von wem, warum und wie geht's auf? Das hier ist nur eine Kriegerin. Ist dir nicht kalt? Zieh dir mal was an. Aber coole Tattoos. So, jetzt gehen wir zurück nach Hause. Randvi wartet. Erstatte Randvi Bericht. So, mal gucken, ob sich irgendwas getan hat in der Siedlung. Ich hoffe nicht. Ich könnte hier mit Heitam schon mal sprechen. Das ist zwar eine Aufgabe für Winchester, aber ich habe es schon wieder so viele Leute erwischt aus dem Orden, dass ich da vielleicht wieder eine Belohnung bekomme. Das ist halt mir wichtig. Naja, wir gehen erstmal nach Hause. Vertrautes Heim. Yay, yay. Gunnar ist wieder in der Schmiede. Yay, er ist schon angekommen. Bin ich mal gespannt, ob wir hier noch auch irgendwann seine Hochzeit zu sehen bekommen. Das wäre auch echt schön. Aber er steht wieder in der Schmiede. Die Götter lächeln uns heute zu, Eivor. Ja, ich hoffe auch deine... Ihr wisst nicht, was ihr tut. Wenn ich frei bin, mache ich Kleinholz aus euch. Hä? Was? Wem meint er?
Ich hoffe, er hat seine... Lass seine mich besser gehen, sonst werdet ihr es bereuen. Was redet er denn da? Der ist doch nicht gefangen. Schön, Sigurd wieder dort zu sehen, wo er hingehört. Nein. Das war's? Okay. Ich hoffe, seine Aushilfe hat er trotzdem weiterhin hier beschäftigt. Zeig mir, was du anzubieten hast. Ich brauche ja eigentlich nichts. Bin doch voll gut dabei. Aussehen ändern im Moment eigentlich auch nicht. Ich leiste wirklich gute Arbeit. Deswegen bin ich auch froh, dass du wieder zurück bist. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Auf das, was dir da draußen dienlich ist. Wo ist Brigit? Die Handschrift ist viel zu schwer zu lesen. Liebesbrief an Gunnar. An Gunnar. Ist das auch ein Brief von Brigit? Schreibt sie genau so, wie sie spricht? Wahrscheinlich. Gunnar, wo ist deine Frau? Da ist deine Frau. Sie ist auch da. Schön. Schön. Aber mit dir kann ich nicht sprechen. Schade, ich habe mich immer so gerne mit ihr unterhalten. Oh, jetzt geht's nicht. So, bin ja nicht häufig in der Siedlung, sodass ich hier erstmal die Nachricht checken muss, ob er geile Sachen dabei hat für... Schön, dich zu sehen. Für Opale. Laden. Was bietest du heute an? Ist nämlich eine neue Woche, glaube ich, auch angetroffen. Jo, 6 Tage. Ja, ist ganz frisch. Wir haben die... Health-Vero-Rüstung. Angriff nach Blocken für 3 Treffer erhöht. Zusätzliche Verbesserung für Tempo. Nö, das ist alles neu hier, ne? Ist das Berserker dahin? Also hier ist mystische Hose, das hier ist Berserker-Rüstung. Ja, das erkennt man so. Berserker. Helm der Ritter der Tafelrunde. Dann haben wir Taranis Rückentattoo. Gottes Zorn. Okay. Betäuben wird nach den Blocken erhöht. Das ist ein Schild. Gottes Zorn ist ein Schild. Und wir haben den Phönix-Feuervogel. 150. Der Phönix-Rabe, der Feuerrabe geht eigentlich auch ganz cool. Klar. Aber ich habe ja meinen Angelus-Rabe. Vielleicht nächste Woche. Nun muss ich gehen. Auf bald. Dann auf bald. Ja. Yeah. So, ich müsste jetzt eigentlich... Ich habe, glaube ich, 14 von diesen... Artefakten dabei. So viel Kram. Bauen kann ich jetzt leider nichts. Es gab ja keine Ressourcen in Lower Kester. Es gab kein Raubzug. Deswegen kann ich hier keine weiteren Gebäude updaten. Ich kriege die Siedlung jetzt also noch nicht auf 6. Da müssen wir bis zum nächsten Gebiet warten. Da ist auf jeden Fall ein Raubzug. Ich glaube, insgesamt gibt es noch 2 Raubzüge im Spiel. Dann hätte ich alle. 17 römische Artefakte. Ich habe 14, glaube ich. Okay. Ich muss los. Bis bald. Die Durki, Frui Mini. Ja, ja, Tutti Frutti. So, dass hier hinten keine Tür ist für dieses Langhaus, ey. Muss ja immer rumlaufen. Oder hier rein wenigstens. Post habe ich auch keine. Sprich mit Heitam. Mehr Hinweise. Ja, das will ich auch noch machen. Aber wieso erscheint das der Hinweis, wenn ich jetzt hier reinlaufe? Weil Heitam ist hier nicht drin. Sigurd ist auch wieder nicht auf seinem Stuhl. Sollen sich mal um Sachen kümmern. Eine Randy. Freude, dich zu sehen, Eivor. Das glaube ich. Hast voll das Spektakel mit den Weidemann verpasst. Ich kann kaum beschreiben, was in Gloucester schier geschah. Ich denke, du wirst es früh genug erfahren. Haben wir denn ein Bündnis mit ihnen? Ja, die Belohnung für unseren Schmerz. Rohmaterial 100. Oh, jetzt kann ich doch noch ein Gebäude bauen. Da haben wir noch... Bestimmt, weil es gibt... Kein Raubzug in der Gegend, kriegt man dann danach die 100 als Belohnung. Ja, dann kann ich ja doch noch was bauen. Aber ich glaube, ich kann jetzt im Moment nur ein Gebiet verbessern, ne? Ich glaube, ich habe alle gebaut im Moment. So. Zeig es mir. Stimmt, die Kornkammer. Der Getreidehof kann ich nochmal updaten. Den Viehhof, habe ich den nicht letztes Mal auf Stufe 2 gemacht? Der geht noch höher. Na, wahrscheinlich 2 Gebäude, die du dauerhaft hoch machen kannst.
Also den Viehwurf habe ich auf jeden Fall... Oder nee, habe ich die Kornkammer? Eins von den beiden habe ich doch beim letzten Mal gemacht. Ist auf der Seite noch was zu verbessern? Nö. Wenn, dann sind das nur diese beiden Gebäude, die ich noch machen muss. Ja, sonst habe ich alles gebaut. Getreidehof und Kornkammer. Die können immer noch verbessert werden, sodass ich die Siedlung auf 6 bekomme. Machen wir das doch. Bei den einen kriege ich ja irgendwie Attentatsschaden und bei den anderen nicht, ne? So war das doch. Interagieren. Kostet 90. Hier kriege ich 3 Rüstungen. 3 Rüstungen? Ist das der Viehhof? Das ist auf jeden Fall eine Kuh. Viehhof. Hier kriege ich Fernkampfschaden. Okay, ich glaube, deswegen habe ich ihn letztes Mal nicht gebaut. Deswegen baue ich ihn jetzt mal. Ich habe den Getreidehof letztes Mal einmal hochgemacht, das weiß ich. Aber das Haus verändert sich halt auch gar nicht, ne? Aber ich kriege halt ein bisschen... ein paar Punkte da unten für die 6er-Siedlung. So. Dann spreche ich jetzt nochmal mit Heitam, bevor ich mir das nächste Gebiet angucke. Hier geht es nämlich eigentlich um Winchester, aber mal gucken, was er sonst zu sagen hat. So, Assassin-Kumpel. Jo. Sein Säbel, der sieht ja echt auch geil aus, ey, wenn man sich mit dem mal so anschaut. Richtig schön elegant, das Ding. Ah, hier ist etwas für dich. Vor einigen Tagen kam ein merkwürdiger Brief an, unterzeichnet von einem... armen Mitstreiter Christi vielleicht? Richtig. Ein Bekannter von dir? Ich würde ihn nicht erkennen. Aber dieser Mitstreiter kennt viele Geheimnisse des Ordens. Seinetwegen fand ich sie so leicht in den Städten. In dem Brief steht, du musst nach Winchester reisen, zu Gottes Haus gehen und einen Mann in Weiß aufsuchen. Dann zitiere dies. Kommt Übermut, so kommt auch Schande. Bei den Bescheidenen aber ist Weisheit. Nun denn, ich werde mit Randvi sprechen, mir ein Bild von all dem machen. Brauchst du irgendetwas? Okay, ein geheimnisvolles Passwort. Ach, Ordenssiegel geben 15, kann ich auch nicht. Selbst die Kodexseiten reichen noch nicht. Da hatte ich halt gedacht, dass ich jetzt hier schon wieder was fortschrittmäßig bin. Na, nö. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Dieser Typ, der uns jetzt diesen Brief geschickt hat, der hat uns ja auch damals gewarnt vor den Eiferern. An der Säule hat er ja diesen Zettel versteckt, wo dann drauf stand, hey, die Eiferer, die jagen dich. Hier ist diese Liste. Und wenn du die Liste jetzt zerstörst, dann sind sie nicht so aggressiv. Ne? Das war der gleiche Typ, der uns damals vor den Eiferern gewarnt hat. Da geht's also erst dann wieder in Winchester im letzten Gebiet dann weiter. Vorletztes dann. Denn die Stadt Winchester kommt zuerst und danach kommt das Gebiet drumrum. 8 habe ich hiervon. Ja. Und 14. Hier brauche ich 17 von den Artefakten und hier 15? Naja. Das kann ja noch dauern. Dass ich hier eine Rübe bekommen habe, ey. Ein herzhaftes Wurzelgemüse. Die Menschen von Gloucestershire schnitzen Gesichter in ihre... Ja, genau. Da haben sie noch keine Kürbisse gehabt, sondern Rüben. Und hier ist der Brief. Wenn du den Mann in Weiß bei einem Gotteshaus in Winchester triffst, trage diesen Satz vor. Kommt Übermut, so kommt auch Schande, bei den Bescheidenen aber in Weisheit. Ja. Okay. So, Fertigkeitspunkt. Ich mache jetzt hier das dann noch auf 10. So. Jetzt habe ich den auf 10... Den auch auf 10. Den hier brauche ich nicht. Verbessert leicht Fernkampfschaden, Fernkampfwiderstand, Gesundheit. Naja. Dann mache ich hier Rabe weiter. Gut, Leute. Machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann werde ich mit Randvi die nächsten Vorgehensweisen besprechen. Dann gehen wir nämlich ins nächste Gebiet. Ich habe immer noch das Menü für den Viehhof da links. Die Einblendung. Kriege ich auch noch weg, hoffe ich. Also, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Mit dem Weidemann war ziemlich spektakulär inszeniert, fand ich. Und ja, mal gucken, was das nächste Gebiet dann bringt. Bis dann, ciao, ciao.